Wenn das First Try werden sollte, dann wird es auf jeden Fall kein Gold, sondern eher so ein Nicht-Platin. Nicht-Saphir, so. Schon mal schön, dass wir überhaupt bis hier hin. Ne? Weiß ich nicht. Saphir, na gut. Aber auf jeden Fall schon mal durchgekommen, relativ schnell. Mal gucken, wie viel da gefehlt hat. 56, ich habe 1,9. Boah, schlecht. Ich will meine alte Zeit wissen. 1,9? 1,9. Oh, da muss aber gut zulegen. Ja, das stimmt. Da habe ich echt lange gewartet. Aber ich wollte halt wenigstens überhaupt mal durchkommen. Weil ich wusste schon, dass ich relativ weit am Ende bin. Ich wollte das Risiko nicht noch eingehen, da dann noch zu verkacken. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man da bei dem Haufen TNT-Kisten, dass das irgendwie auch schneller geht. Ich weiß jetzt nicht, ob dahinter eine TNT-Kiste steht, dass man da quasi schneller drankommt, wenn man dahinter steht, aber weiß ich nicht. Ich hab's mal ausprobiert. Geht nicht. Kann aber sein, dass da wirklich keine steht. Aber trotzdem nehme ich die anderen dann mit. Was halt ein bisschen blöd ist. Hätte ich durchlaufen müssen. Nein! Wie viel hatte ich? Oh, 50, das hätte ich geschafft. Scheiße. Ah. Fuck. Ich hätte das geschafft, verdammte Dreckshure, Kacke. Mann! Oh. The controller is empty.
Einen Moment, ich muss mal meinen anderen holen. So. Ich habe den Werfer in die TNT-Kiste gedreht. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Jetzt muss ich den... Ich schließe den erstmal an und ich hoffe, dass der andere aufgeladen ist. So. Es drehen können. Das finde ich auch ein bisschen blöd. Wir waren zum Glück noch nicht so weit. Aber ich finde das auch ein bisschen komisch, dass sowas nicht nachgepatcht wird. Oh, da war ich ein bisschen zu nah dran. Weil das ist ja jetzt wirklich nichts Schwieriges irgendwie. Das ist ja einfach nur, wenn Verbindung verloren, dann Pause. Hier muss ich mal versuchen. Oh, da habe ich. Ich habe nicht an die TNT-Kiste gedacht. Ich muss ja mal versuchen, dass ich den Werfer von vorne kriege. Also, dass ich den nicht nach seitlich wegdrehe, sondern dass ich den wirklich von vorne nehme. Ja, genau. Ja. Genau das. Genau das, was du sagst. Ja, das ist aber jetzt... Das fand ich jetzt nicht richtig. Nimm ihn von vorne. Ja. Weißt du, dass ich damals hier irgendwie so ein Timing hatte, dass ich zwischen zwei Blitzen so durchlaufen konnte? Ich weiß aber nicht mehr, wie ich das gemacht habe. So, an die TNT-Kiste denken, ganz wichtig. Und die komme ich zum Glück auch ganz gut rum. Du gehst mich... Scheißdreck an. Ja. Nice. Das war auch ganz gut. Nein, ich hätte... Okay, das ging noch. Ja. Okay. Ein sehr erfolgreicher Stream heute und ich habe mir Bier in die Nase geschlupst, wie man das auch immer nennen will. So. Damit hätten wir das eigentliche Spiel auf 100% mit allen Goldrelikten durch. Es fehlt jetzt nur noch Slippery Climb. Also wir müssen es erstmal normal... Slippery Climb. Stormy Ascent. Wir müssen das jetzt erstmal normal durchspielen, weil das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Ja. Alle Kisten holen. Und dann können wir das Relikt holen. Ich würde halt jetzt einfach durchziehen. Also auf jeden Fall erstmal normal durchspielen. Einfach mal gucken.
Hab da so gerade meine ran. Viel Glück, du wirst es brauchen. Ja, ja. Ja, die Kopfhörer werden auch durch den Greenscreen ausgeblendet. Ich habe keine Löcher im Kopf. Das war blöd. So. Gibt einen Embryo-Kopf? Super. Julia, du bist Beste. First try. Das Bier, es spricht mit mir. Nee, ich will das noch gar nicht wissen. Jetzt sowieso noch nicht. Ich bin ja noch gar nicht so weit. Ach komm. Moment. Jetzt. Doch. Wir haben keinen Zeitdruck, Julia. Das ist auch so lustig, dass dieser komische Geier einen überhaupt nicht hochspringen lässt. 9 von 56, also richtig viel. Das ist ja richtig, richtig viel. Ich mag das irgendwie, wie die sich bewegen. Weiß auch nicht. Zunächst Brio Cop. Oh, das ist Chaos. Katastrophe zu ihnen gesagt. So, Küche fertig. Wunderbar. Dass der dann hochspringt, ne? Verstehe ich nicht. Ich muss unbedingt dran denken, die Kisten mitzunehmen, ne? Weil heute schon die ganze Zeit, letztes Mal die ganze Zeit, glaube ich auch, musste ich ja keine Kisten mitnehmen. Wenigstens schon mal ein Leben. Wir haben zwar 97 Stück, aber gehen wir mal lieber von der Sicherung hin. Da hatten die wieder so ein behindertes Timing. Das wird noch ein Fest, sag ich euch. Ich kann aber glauben, aber.